Laden hätte und er würde ihn betreten, dann möchte ich erleben, was er sagt. Von wegen 5 Tage Wartezeit. Dad, es ist 3 Uhr früh. Könntest du in deinem Zimmer weiter meckern? Marge hat mich ausgeworfen. Na schön, mach nur weiter. Diese unverschämten Kinder wollen mir in meinem Haus vorschreiben, was ich tun darf. Ich kann nur sagen, Eltern heutzutage wissen auch nicht mehr, wie sie ihre Kinder... Heute verwöhne ich euch wieder mal mit einer neuen Folge von den Simpsons. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Hinterlasst doch gerne noch einen Kommentar oder ein Like. Aber ansonsten geht's los mit The Simpsons. Hey, nehmen Sie sich in Acht, Annie Oakley. Ich brauche mich nicht in Acht zu nehmen, ich habe eine Waffe. Dann nehmen Sie bestimmt auch das Zubehörpaket. Halfter. Oh ja. Patronengurt. Wunderbar. Schalldämpfer. Verstärker. Oh. Spannungsbeschleuniger. Das Wort klingt fabelhaft. Und das braucht man, um Polizeihubschrauber abzuschießen. Nein, vielen Dank, sowas brauche ich nicht. Noch nicht. Her mit der Knarre. Tut mir leid, laut Gesetz ist eine 5-tägige Wartezeit vorgeschrieben. Wir müssen Ihre Personalien überprüfen. 5 Tage? Aber ich bin versessen darauf. Schluss jetzt! Ich würde Sie umlegen, wenn ich meine Waffe schon hätte. Ja, aber Sie haben sie noch nicht. Na, wer sagt's denn? Das war doch gar nicht so schwer, mein Schatz. Dad, ich muss unbedingt meinem Rücken etwas Ruhe gönnen. Aber selbstverständlich, dann wird Daddy jetzt weitermachen. Ah, der sieht ja fantastisch aus, dieser... Nein! Ach, das ist nicht weiter schlimm. Diese dumme Lisa! So ein Mist, jetzt muss ich ihn aber schnell aufbauen, bevor der Zement trocken ist. Ah, da ist die Anleitung. Oh, das kann man ja gar nicht mehr lesen. Bleibt nur die Bauanleitung auf Französisch. Le Grille, was soll denn der Unsinn? Dann liegt sie an der Arbeit. Und passt. Und weiter. Und passt. Und auch. Das läuft ja ganz gut. Ja, das ist doch ein richtig gut aussehender Gartengrill. Und warum sieht meiner nicht so aus? Ah, warum nicht? Warum muss alles im Leben immer so schwierig sein? Warum muss ich bei allen Maurerarbeiten immer versagen? Wie kommt dein Vater mit seinem Projekt voran? Ich glaube, es ist fast fertig. Bevor ich euch in diesem Maisfeld aussetze, erinnert sich jemand an den Heimweg? Hier, ich. Sonst noch jemand? Und wer noch? Na los! Und jetzt runter mit euch! Hilfst du mir, den Ball vom Dach runterzuholen, Dad? Kein Problem, Schatz. Soll ich die Katze auch runterholen? Nein, danke. Ein Barbecue-Stand neben der Straße? Alles schmeckt besser, wenn es neben einer Straße ist. Nehmen Sie einen Bissen. Ihr Mund wird den Verstand verlieren. Verkohlt und saftig, wie die Rülpser des Teufels. Die Grillspuren sehen aus wie Bienenwaben. Deswegen nenne ich ihn den Bienenkorb. Er wird seit Generationen in der Familie weitervererbt. Der Bienenkorb ist nie abgekühlt und nie gereinigt worden. Er vermischt Fleisch, Fett und Rauch zu purer Magie. Sie sehen aus wie ein Mann, der einen Smoker im Leben braucht. Und ganz zufällig steht der Bienenkorb hier heute zum Verkauf. Warum sollten Sie Ihren wertvollsten Besitz aufgeben? Das wäre so, als würde Stephen Hawking sein sprechendes Motorrad verkaufen. Meine Lady und ich sparen für unseren großen Traum, weiter weg von unseren Enkelkindern zu leben. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Tja, das Geheimnis beim Grillen ist, dass man rumsitzt und gar nichts tut. Kein Wunder, dass ich das kann. Rauchige Karotte. Und Maggie, das ist für dich. Komm schon, nur einen Bissen. Aha. Niemals. Jemals. Vergiss es. Erinner dich dran. 0,0 Chance. 1000,1000 Chance. Kannst du dir abschminken? Dann schmick ich's dir wieder an. Oh, bitte, ein Bissen. Das war's wieder für heute. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Dann kommen noch mehr Folgen, Folgen. Du, 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 du.